Sportfreundinnen und Sportfreunde, die Schweriner Tenöre haben uns mit dem Schwerin-Lied hier begrüßt. Auch ich möchte euch recht herzlich begrüßen zu den 10. Jugendsportspielen hier in Schwerin. Herzlich willkommen! Die ersten Jugendsportspiele fanden 1992 in Neubrandenburg statt. Jetzt feiern wir die 10. Spiele, das heißt, sie sind eine Erfolgsgeschichte. Ich wünsche uns allen natürlich heute sehr viel Spaß, sportliche Erfolge und heute Abend einen Sieg für Deutschland. Das heißt, als Anmerkung, 16 Uhr müssen die Wettkämpfe dann heute zu Ende sein, damit man dieses Spiel verfolgen kann. 18 Uhr treffen wir uns dann am Faulen See bei der Kanu-Renngemeinschaft und feiern gemeinsam diesen Sieg. Ich möchte recht herzlich begrüßen zu unserer Eröffnungsveranstaltung Herrn Andreas Blum, Vizepräsident des Landtages hier in Schwerin. Er kommt aus dem Schloss hier. Ich begrüße den sportpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion, Herrn Norbert Hauner. Den Staatssekretär im Sportministerium, Herrn Thomas Lenz, herzlich willkommen. Frau Dr. Seemann, die Gleichstellungsbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern, auch herzlich willkommen. Die Oberbürgermeisterin der Stadt Schwerin, sie ist verantwortlich für das Wetter
Sie hat es sehr gut gemeint mit dem Wetter. Frau Gamko, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie Gastgeberin sind. Herr Ehlers ist hier, Herr Leute ist hier. Herzlich willkommen, die Vertreter dieser Stadt Schwerin. Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, ich möchte mich besonders bedanken bei den Fachverbänden, die an diesen Spielen teilnehmen, bei den Vereinen hier aus Schwerin, die Ausrichter dieser Spiele sind. Sehr viele Ehrenamtliche werden heute euch zur Seite stehen, damit diese Spiele ohne Probleme über die Bühne gehen. Bei diesem Wetter sicherlich eine Herausforderung für alle. Also vielen, vielen Dank an alle, die heute ehrenamtlich bei diesen Spielen mitmachen. Ganz besonders, vielleicht entschuldigt ihr das, möchte ich mich bei einem Mann bedanken, der diese Spiele mit vorbereitet hat. Es sind als Hauptamtlicher seine letzten Spiele. Er ist 65 geworden, er geht in Rente. Ab 1. August ist er Rentner. Es ist der Vereinsberater der Stadt Schwerin, Rüdiger Mevius. Rüdiger, komm doch bitte mal nach vorne. Ihr habt bei den Tenören schon gesehen, Sport und Kultur gehören zusammen. Als Abschiedsgeschenk möchten wir Rüdiger ein Bild von Günter Brichot überreichen, dass er immer an sein Hauptamt denkt, das er jahrelang hier in Schwerin ausgeübt hat. Und Rüdiger, wir hoffen, wir sehen uns ehrenamtlich wieder. Liebe Freunde, wir wollten diese Reden sehr kurz halten bei dem Wetter. Ich bitte jetzt nach vorne die Oberbürgermeisterin der Stadt Schwerin, Frau Ramko. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Ehrengäste, liebe Trainerinnen und Trainer, Übungsleiterinnen und Übungsleiter, liebe Eltern, aber insbesondere liebe Sportlerinnen und Sportler, herzlich willkommen in der Landeshauptstadt Schwerin. Die Sportstadt Schwerin freut sich sehr im 850. Jahr, denn wir haben Geburtstag in diesem Jahr.